Freunde, seid gegrüßt. MD Vegan mit einem neuen Rezept für eine Limonade. Die Limonaden, die selbstgemachten Limonaden, habe ich mir ins Herz geschlossen. Vor kurzem habe ich entdeckt, dass man das selber machen kann. Ich weiß, ein alter Hut, aber ich finde es einfach toll, super lecker und es ist gar nicht so schwierig. Ich mache es natürlich mit Datteln als Süßungsmittel. Süßstoff ist Dattel. Hier, die Datteln. Und ich habe schon Zitronenlimonaden gemacht, jede Menge. Limonaden natürlich. Und jetzt fange ich an mit Orangenlimonaden. Also habe ich hier Orangensaft. Ich habe 5 Saftorangen gepresst. Hier der Saft. Den könnt ihr schon so trinken. Also köstlich. Köstlicher geht es gar nicht. Orangensaft ist einfach super. Der alte Klassiker. Und übrigens sehr gesund. Lasst euch nicht in die Box verjagen von wegen hoher Zuckergehalt oder so. Alles Quatsch, ja. Orange ist eine der besten Früchte, die es gibt. Super gesund und sehr vitaminreich. Könnt ihr immer trinken. Hier Zitronensaft. Da habe ich 3 Zitronen reingepresst. Ja, das soll eine Limonade sein. Und die balanciert auch ganz gerne Orangensaft. Auch wenn ich Orangensaft trinke oder serviere, tue ich ein bisschen Zitrone rein. Ja? So vielleicht 2-3 Orangen, 1 Zitrone. Das Verhältnis 1:3 ungefähr. So habe ich es hier auch gehalten. Mal gucken, wie das wird. Und dazu habe ich jetzt noch, weil es eine Limonade werden soll, die ja mit Wasser verdünnt wird, noch kräftig Schale reingerieben. Also hier von Zitrone, von 2 Zitronen und hier von 3 Orangen. Die sind ein bisschen älter gewesen, naja. Aber trotzdem schmecken die nur nach Orangen. Das war es auch schon. Um zu beginnen, fange ich erstmal mit den Datteln an. Die Datteln kommen zuerst mal nach unten rein. Das sind 20 Datteln. Kräftiger Süßstoff. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber es macht auch nichts. Auf jeden Fall ausgeglichen durch die Rinde hier. Kommt auch gleich rein. Drauf kommt jetzt Zitronensaft. Orange. Die Datteln habe ich nach unten gelegt, weil die werden auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen. Wasser kommt zum Schluss rein, also später erst, weil, das kann ich auch reinmischen nachher, weil sonst werden die Datteln nicht so leicht klein, also ganz fein püriert. Ja. Dattelcreme soll es ja werden. Los geht's. Sehr gut das Verhältnis von Datteln zu den Bitterstoffen von der Schale. Ja, eigentlich brauche ich es nicht mehr zu mixen. Jetzt ganz kurz aufmixen. Mal gucken. 1 Liter Wasser da rein. Gucken, wie das funktioniert. Aber das war's schon. Jetzt probiere ich nochmal. Wird gleich ein bisschen schaumig, aber das löst sich wieder. Ausgezeichnet. Hier schaut mal, wie das aussieht. Eine leckere Orangenlimonade. Na, wie wär's? Das werde ich morgen zum Saftfastentag mitnehmen auf den Prietzenhof, nicht weit von Berlin. Haben wir einen netten Bauernhof von einer Freundin, Angelika und Christina.
Und die laden uns immer ein, wir machen ja einen ganzen Tag, wenn Neumond ist, wie morgen zum Beispiel, eignet das sehr gut, einen ganzen Tag nur Saft trinken. Und diese Limonaden zum Beispiel eignen sich sehr gut, um den ganzen Tag durchzukommen. Ja, man kann einmal zwischendurch noch andere Säfte machen, weil das kann man so trinken, so zum Frühstück gleich. Ja. Ein schönes Glas Saftlimonade, Orangenlimonade oder sowas. Mal gucken, was die anderen dazu sagen werden. Ich freue mich schon tierisch drauf und bis bald.